Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau, heute mit einem Video zum Thema Katastrophenalarm und Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Bayern und natürlich auch in andere Bundesländer. Manche werden nur folgen, eigentlich der Rest wird alle nur folgen. Warum? Wir befinden uns derzeit im Krieg. Im Krieg gegen einen ganz kleinen, unglaublichen Feind, der für uns leider unsichtbar ist, der aber trotzdem Menschenleben kosten kann. Und jetzt braucht es eine wirklich gute Verzögerungstaktik, damit wir möglichst viele Menschenleben retten können. Weil ob dieser Virus jetzt ein paar hundert Leute tötet, Tausende, Hunderttausende oder sogar noch mehr, das liegt jetzt an jedem Einzelnen von uns. An jedem Einzelnen. Ich betone das nochmal, an jedem Einzelnen. Jeder von uns kann jetzt zum indirekten Mörder werden. Vielleicht sogar für seine eigenen Eltern. Was ihr also nun tun könnt, wie ihr euch verhalten sollt und ich zeige euch, wie ihr euch selber eine Waffe gegen den Virus bauen könnt, nämlich Desinfektionsmittel, haben ja viele nicht mehr daheim, ist aber sehr leicht nachzubauen. Und das zeige ich euch jetzt. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Braucht ihr eben 2000 Watt. So, liebe Leute, dieses Video wird nicht so aufwendig produziert, wie ihr es von mir gewohnt seid, weil wir haben Katastrophenalarm. Ich bin THWler und ich bin absprungbereit, mehr oder weniger. Das heißt, ich muss schauen, dass ich das Video überhaupt nur irgendwie hinbringe. Und ich habe also ja das THW-Shirt schon an. Und von dem her, naja. Wichtig für uns, die erste Regel der Kriegskunst, kenne deine Gegner und kenne seine Schwachstellen. Und der hat ein paar Schwachstellen und die müssen wir jetzt ausnutzen, um möglichst viel Menschenleben zu retten. Punkt A, der Virus verbreitet sich von Mensch zu Mensch. Erstens durch Tröpfcheninfektion. Das heißt, wenn ich hier spreche, ich habe schon mal erklärt, zwischen 1000 und 50.000 Tröpfchen kommen in der Zeit, wo ich spreche oder auch nur atme, aus meinem Mund raus. Deswegen diese 2 Meter Abstand, weil die fliegen halt einfach so ein bisschen und die bleiben dann auch noch in der Zeit in der Luft. Das ist nicht so, dass die putsch und runter, sondern die fliegen ganz langsam und bleiben auch bis zu mehrere Minuten in der Luft. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen halt bitte die 2 Meter Abstand ein. Wenn das nicht möglich ist, dann setzt eine Schutzmaske auf. Ja, ich meine das ernst. Dann setzt eine Schutzmaske auf. Jetzt schaut dir nur jeder blöd an, wenn du mit der Schutzmaske rumläufst. In 14 Tagen schaut dir jeder blöd an, wenn du keine hast. Ist halt mal so. Niesen. Bitte, ich habe es heute wieder erst gesehen, wie der andere diesen hier gemacht hat. Armbeuge. Armbeuge, Armbeuge. Das müsst ihr euch angewöhnen. Das muss um 3 Uhr morgens im Vollsuff drin sein, wenn ich niesen muss, husten muss. So, damit ich gar nicht erst meine Hände kontaminiere. Genau. Nächster Punkt, wo können Sie uns noch treffen? Schmierinfektion. Habe ich auch schon x-mal gesagt, ihr langt irgendwas an und es hat vor euch jemand berührt oder er hat gehustet, genießt, wie auch immer und die Tröpfchen Hand von, also es geht ja immer so, er hustet zum Beispiel, dann ist die Hand kontaminiert. Wenn ich jetzt irgendwas angleibe, dann haben alle meine Viren, die ich hier im oberen Rachenbereich habe, automatisch auf dem Ding. Jetzt gelangt ihr wieder drauf. Und danach macht es irgendwann mal so, ihr gelangt euch in die Augen oder in die Nase, zack, und schon seid ihr infiziert. So schnell geht das Ganze. Das heißt, wichtig ist, ein paar Punkte. Also nicht in die Hand niesen, das ist schon mal Punkt A. Die Hand komplett aus dem Gesicht rauslassen, soweit es irgendwie geht. Ich würde sogar empfehlen, wenn ihr einkaufen geht oder sonst was, nehmt diese Einmalhandschuhe her. Die sind so eklig, ihr wollt euch damit nicht ins Gesicht gelangen. Das allein macht schon ganz viel aus. Wenn ich aus dem Supermarkt rausgehe, ist das erste, bevor ich ins Auto neige, ich desinfiziere meine Hände. Dafür habe ich mein Desinfektionsmittel oben neido, sodass ich von, ich mache quasi nur die Tür auf und komme dann schon mein Desinfektionsmittel ran. Bevor ich also ins Auto einstecke, desinfiziere ich schon mal die Hände. Dann natürlich klar, Hände waschen. Habe ich schon x-mal gesagt, gibt es ein paar Videos von mir, schaut euch die bitte an, das Alle gegen Viren Video, wie man richtig Hände wascht. Wenn man heimkommt, ist das Erste, bevor man irgendetwas berührt, Hände waschen. 30 Sekunden lang mit Seife, ganz wichtig. Weil dieses kleine Scheißerchen hat nämlich eine Fetthülle. Und ihr alle wisst, was passiert, wenn ihr so Wasser habt, wo Fettaugen drum schmeißt und ihr jetzt einen Tropfen Spüle rein.
dann ist das weg. Und genau deswegen können wir ihm seine Hülle nehmen. Dann ist er schon lange nicht mehr so, wie soll ich sagen, dann ist er lange nicht mehr so, ja, was sagt man denn? Jetzt geht's los. Er ist lange nicht mehr so widerstandsfähig, wie er das jetzt ist. Und damit ist er für unser Immunsystem leichter zu töten. Handy, liebe Leute, wenn ihr draußen unterwegs seid und ihr habt die Hände nicht gerade desinfiziert, dann lasst das Scheißding in der Handtasche oder in der Hose. Ich muss nicht schauen, wer mir gerade was geschrieben hat. Nein, jetzt nicht. Das Handy ist der mit Abstand Schlimmste. Hier drauf haben mit Abstand am meisten Viren, Bakterien, sonst was. Das ist die Virenschleuder, weil ihr die ganze Zeit drauf rumdattelt. Also wenn ihr im Geschäft habt, dann hat dieses Ding in der Handtasche zu bleiben, solange bis ihr die Hände desinfiziert habt. Dann könnt ihr es wieder anlangen. Vorher nicht. Ganz wichtiger Punkt. Postpakete. Alles, was bei mir momentan ankommt, wird entweder 2-3 Tage stehen gelassen oder ich desinfiziere es außen. Ist kein Scherz, das mache ich so. Kleidung, die Jacke etc. Außen, am besten vor der Wohnung lassen, wenn es möglich ist. Wenn es nicht möglich ist, dann einen Punkt, eine Garderobe, wo nur diese Kleidung ist. Weil die könnte kontaminiert sein, da soll kein anderer hinkommen. Schuhe. Ich desinfiziere meine Schuhe, bevor ich ins Haus gehe, oder ich lasse die gleich draußen stehen. Das wäre eigentlich momentan am sinnvollsten. Weil wenn einer mal gehustet und genießt hat, dann liegt hier auf dem Boden für mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage, lähmt diese Viren. Und ihr steigt dann da wunderbar drauf und bringt sie bei euch in die Wohnung. Habt vielleicht nur Haustier, so wie mein Kater, der rennt dann über die Wohnung drüber, danach kommt er zum Schmusen, zack, und ihr seid infiziert. Ja, also das alles ist nicht schwierig, es erfordert aber wirklich äußerste Disziplin. Ist halt mal so. Wir haben jetzt Krieg und wir müssen diesen Feind besiegen. Und das sind die Sachen, was wir machen können. Was könnt ihr noch tun? Fakt ist folgendes. Er kann nur von Mensch zu Mensch. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir jeden Kontakt, ich betone jeden Kontakt, auf das Minimalste reduzieren oder noch viel besser vermeiden. Und Kontakt heißt für mich auch, da wo andere Menschen waren, gar nicht erst hingehen. Gehe ich heute in den Supermarkt rein, da waren schon ein paar hundert vor mir. Wenn es einer von denen gehabt hat, dann könnte dort ein Virus umeinander liegen. Ja, nach 2-3 Wochen hat unser Körper das Virus besiegt, oder nach 4 Wochen, je nachdem. Und dann ist das Thema erledigt. Das heißt, wenn wir jetzt 4 Wochen alle zu Hause bleiben würden, mal komplett nichts tun, geht nicht, ist mir klar. Aber wenn wir das machen würden, dann wäre der Virus in 4 Wochen ausgerottet. Ganz einfach. Also wie gesagt, alle Menschen, die nicht mit euch in der gleichen Wohnung wohnen, jeden Kontakt vermeiden. 2 Meter Abstand, Hände schütteln sowieso nicht mehr. Notfalls noch diesen hier. Kennt ihr ja alle. Ansonsten nichts mehr. Bitte auch, ich habe es gestern wieder gelesen, ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Ja, kann ich morgen noch ins Fitnessstudio gehen? Sind die offen? Nein, liebe Leute, ihr geht's nicht mehr ins Fitnessstudio. Ihr geht's nirgends mehr hin. Kein Café, kein Wellness, kein Bar, kein Wirtshaus, kein Shopping, kein nix mehr. Ist denn das so schwer zu verstehen? Jedes Mal, wenn's ihr da hingeht, könnt ihr euch infizieren oder einen anderen infizieren, weil ihr das vielleicht schon habt. Und dann bringt es zu euren Eltern. Oder zu den Großeltern. Und was das heißt, wissen wir mittlerweile. Das ist kein Spaß mehr. Das Thema ist jetzt durch. Wer es jetzt noch spaßig, der ist für mich, den nenne ich einen indirekten Mörder. Ich kann es nicht anders mehr sagen. Also bitte Leute, hört jetzt drauf. Wir, und das ist jetzt die coole Info von dem Ganzen, wir besiegen dieses Virus durch nichts tun. Indem wir schlichtweg jetzt in der Wohnung bleiben. Soweit das irgendwie nur möglich ist, bleibt drin, desto weniger Kontakte, desto besser ist es. Wir schaffen es, laut den neuesten Studien, wenn nur ein Achtel aller Leute sich überhaupt so bewegen und 7/8 in der Wohnung bleiben. Nur dann haben wir Chance. Das heißt, bleibt gottverdammt nur mal in einer Wohnung und geht jetzt nicht ins Fitnessstudio oder sonst was. Es ist sowieso, bei uns in Bayern ist ab Dienstag, Mittwoch alles dicht. Dann kann ich nur noch in die Apotheken, ich kann nur in den Supermarkt, ich kann nur tanken oder ich muss in die Arbeit. Ja, das ist das große Problem. Ich persönlich hätte sogar einen Hausarrest verordnet. An alle, da wo es nicht nötig ist. Nun zeige ich euch 2 Waffen gegen den Virus. Die erste Waffe ist euch bekannt, Seife
Spüli, was auch immer, die Fettschicht kaputt machen von dem Ding, das schön von der Hand abwaschen, dann ist schon mal ganz viel. Deswegen ganz viel Hände waschen, liebe Leute. Damit geht der Virus von die Hände runter und wir haben wieder relativ sauber. Das zweite ist Desinfektionsmittel. Ich verbrauche momentan richtig viel, damit habe ich selber nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt nicht viel raus. Und was ist, wenn uns das ausgeht oder ich keins mehr bekommen habe? Das ist scheiße. Aber es gibt ein Mittel von der WHO, und zwar wie ich Desinfektionsmittel selber herstellen kann. Und ich zeige euch jetzt zuerst mal, wie die WHO das macht und dann, wie ihr das in einer vereinfachten Version selber daheim machen könnt mit den Sachen, die ihr daheim habt. Für einen Liter Desinfektionsmittel brauche ich 833 Milliliter Ethanol. Ethanol kennt ihr aus den Bioethanolöfen oder Brennspiritus. Ich kann aus Brennspiritus wunderbar Desinfektionsmittel machen. Dazu brauche ich noch 42 Milliliter Wasserstoffperoxid 3%. Sage ich euch gleich was dazu. 15 Milliliter Glycerin, sage ich auch was dazu. Und 110 Milliliter destilliertes Wasser. Das ist die Grundformel. Warum ist das so? Bioethanol, also Alkohol über 80%, tötet den Virus. Er verträgt keinen Alkohol. Sprich, auch Strohrum mit 80%, könnt ihr euch über die Hände spütten, ist ein super Desinfektionsmittel. Hilft gegen den Virus. Also das hilft gegen den Virus. Das Wasserstoffperoxid hat zwei Gründe, warum es drin ist. Das eine ist, wenn ich das hier drin habe, ist quasi gegen Pilze und Sporen ist das quasi. Da haben wir aber eigentlich nicht so viel und das ist ja momentan nicht unser Hauptgegner. Das heißt, ich kann auf das verzichten. Ich brauche es nicht unbedingt. Genauso Glycerin ist aus einem ganz einfachen Grund drin. Wenn ihr Alkohol auf eine Hände spritzt, dann werden die ganz schnell spröde und rissig, was ja nicht gut ist. Wenn ich also kein Glycerin nicht habe, dann ganz einfach hergehen und danach Handcreme benutzen. Hat den gleichen Effekt. Und destilliertes Wasser habe ich vom Bügeln daheim. Wenn ich keins daheim habe, Wasser in einen Topf, einige Minuten lang kochen lassen, fertig. Geht auch. Also das heißt, wir brauchen nur zwei Sachen, Spiritus oder Bioethanol und Wasser. Und das sollte jeder daheim haben oder er kann heute noch gehen und im Baumarkt sich das holen. Gut, wie viel brauche ich denn? Wer jetzt, so wie ich habe jetzt nicht unbedingt, wo die kleinen 0 Milliliter Einheiten mit drin haben, also Messbecher, der kann das auch mit Gewicht mit der Küchenwaage machen. Ich brauche, und dazu muss man wissen, die Dichte von Ethanol ist pro Milliliter 0,785 Gramm. Das heißt, wir brauchen letztendlich 653 Gramm. Also kann ich auf der Waage 653 Gramm machen, dann habe ich alles, was ich für einen Liter benötige. Und dann füllen wir quasi nur mit Wasser auf, 167 Milliliter destilliertes Wasser, kann ich auch auf der Waage machen, 167 Gramm, die zwei Sachen zusammengeschmissen, fertig ist das Desinfektionsmittel. Entweder in so ein Spray rein oder eben vielleicht in sowas oder in einen Seifenspender, in einen alten rein. Kann man alles verwenden, zack, zack, Hauptsache ihr habt das Zeug. Spray hat halt den Vorteil, ich kann auch irgendwas so desinfizieren, sonst brauche ich mal ein Tuch dazu und kann dann mit dem Tuch das desinfizieren. Also wie gesagt, relativ einfach, 653 Gramm oder wenn ich 100 Milliliter mache, dann 65,3 Gramm und eben dann 110 Gramm bzw. 11 Gramm Wasser dazu und fertig. Wichtig auch die Einwirkzeiten beachten, so 30 Sekunden in die Hände richtig einreiben, dass das auch wirklich wirkt. Hier ein kleiner Tipp noch dazu, so mache ich das immer, weil hier gerade unter die Fingerkuppen, unter die Fingernägel, das ist für den wie so ein Dach, das schützt ihn richtig gut, also auch beim Händewaschen hier einmal so machen, so eine Kuhle machen und hier drin rumrühren, sodass das Desinfektionsmittel bzw. die Seife dort reinkommt. Und so einfach geht das Ganze. Wasser und Spiritus oder Bioethanol. Und schon habt ihr eine Waffe gegen den Virus. Außergewöhnliche Zeiten erfordern auch von mir außergewöhnliches Vorgehen. Wie gesagt, dieses Video ist mal ein bisschen anders, nicht so aufwendig produziert, weil ich schlichtweg nicht weiß, wann ich weg muss. Wenn man denkt, ich schaue, dass ich es noch produziere. Ein paar Hinweise habe ich noch. Bei mir ist gerade eine neue Kiste von Y-Food eingetroffen. Ich habe euch ja gesagt, habe euch ja schon mal als Notnahrung vorgestellt. Wer also nach Notnahrung sucht, denkt an den Code KIMGAU10, blendet euch ein, dann kriegt ihr 10% Rabatt auf das und ich ernähre mich mittlerweile jeden Mittag von dem Zeug bei mir im Büro. Ich finde es super, mir schmeckt es gut und
Ist also, wer gerade jetzt noch auf der Suche nach Notnahrung ist, weil NRG5 sonstiges ist relativ aus und ist auch viel teurer. Die haben noch. Ich habe mit Daniel gesprochen. Der hat mir das Päckchen geschickt. Vielen Dank dafür. Und ja, und der hat ihm auch gesagt, sie haben ein bisschen längere Lieferzeiten wie normalerweise, weil sie ungefähr das Doppelte machen wie vorher, weil die Leute es jetzt als Notnahrung entdeckt haben. Gut, es geht noch weiter. Von Oleit. Ich hoffe, dass ich dazu komme, da noch ein Video dazu zu machen. Gibt es ja jetzt die Warrior M2R Pro in der OD Green Edition. Und die finde ich ja extrem geil. Die hat ein paar riesen Vorteile, ich habe schon mal ganz kurz gesagt. Zum einen hält die etwas länger als die M2R, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Zum zweiten kommt man damit weiter. Wir haben also hier eine Reichweite von bis zu 300 Meter. Und auf der kleinsten Stufe, auch die hat diesen Tarnmodus mit 1 Lumen, reicht die bis zu 50 Tage. Also unglaublich. Und die hat aber 1800 Lumen. Wenn ich also hier zweimal klicke, ja, ich gehe lieber nicht in die Kamera, sonst ist die wahrscheinlich defekt. Die hat einen sehr engen Strahl. Im Gegensatz zur M2R normal, die hat so ein bisschen breit, oder die hat so einen engen und dann so ein breites Feld außenrum, und die hat eher einen engen Strahl, dafür komme ich wesentlich weiter. Und was die auch noch cooles hat, sieht man vielleicht hier oben, sind so Zacken. Damit kann ich mich zum einen wehren, ups, und zum zweiten kann ich tatsächlicherweise, jetzt bin ich blind, und zum zweiten kann ich tatsächlicherweise damit sogar Glas einschlagen. Also es ist auch noch, ist also von dem her sehr gut. Habe auch noch die Möglichkeit, habe ihm quasi dieses Blitzdingsbums, wie die andere das auch hat. Aber wie gesagt, ich versuche euch die diese Woche noch genauer vorzustellen, und wenn ich es nicht schaffe, denkt dran, am 19. März gibt es darauf 40% Rabatt, und für 2 Euro mehr gibt es dann auch noch diese kleine mit dazu. Die ist leider noch nicht bei mir angekommen, ich hoffe, die kommt die Tage, für den Schlüsselanhänger. Also top 40% Rabatt ist ein echt geiles Teil, muss ich echt sagen. Also die hat meine normale M2R Warrior ersetzt, weil ich einfach sage, die ist nun mal noch ein bisschen leuchtstärker, hält noch ein bisschen länger, hat die doppelte Ladegeschwindigkeit, also von dem her nicht schlecht. Und wenn ich euch die vorstelle, gibt es die auch noch zu verlosen. Da ist sie, das gute Stück. Dritter Punkt, kommt auch demnächst. Es gibt kaum mehr Wasserfilter, also der Miniwell ist relativ ausverkauft. Und jetzt schaut euch mal das an. Sieht aus wie der Miniwell, ist es aber nicht. Das ist tatsächlich das Original vom Miniwell. Die Chinesen haben ja wieder frech kopiert. Der nennt sie Elanwell. Und den hat, ja, wie das, Waldvolk. Hat den also gemacht, und was das Coole an dem ist, der ist sogar mit Pumpe. Mit elektrischer, die ich an einen normalen USB anschließen kann. Den werde ich jetzt demnächst mal testen und euch auch bei Gelegenheit vorstellen. Finde den also super, vor allem die ganzen Probleme, die wir jetzt beim Miniwell so teilweise gehabt haben, wie der Günni mal gesagt hat, dass da vielleicht was abbrechen könnte, die hat der nicht und hat eine saugeile Verpackung noch dazu. Aber kommt demnächst. Gut. Das war ein etwas anderes Video, auf die Schnelle von mir gedreht. Ich hoffe, ich kann es noch fertig machen und hochladen. Und wie die nächsten Videos kommen, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wann der Einsatzbefehl kommt, ob er kommt, wie er kommt, ob das nur kurzfristig was ist. Wir haben keine Ahnung. Bis 19.04. sind wir in erweiterter Bereitschaft beim THW. Schauen wir mal. Ich wünsche euch alles Gute, kommt gut durch die Krise, beherzigt die Sachen. Besucht eure Eltern und Großeltern nicht für die nächsten Wochen, vor allem nicht mit den Kindern. Dann werden wir diese Krise alle miteinander ganz locker aussitzen. Und ja, und dann geht's Leben wieder weiter. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich wieder mal ein Like freuen. Falls noch nicht passiert, gerne meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Stefan von Outdoor Chiemgau. Pfiat euch.